Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life, this life, this life. Willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute wieder mal eine neue Folge Minecraft News für euch, denn es gibt wieder brandneue, heiße Neuigkeiten, die euch auf jeden Fall interessieren dürften. Wie sicher jeder von euch weiß, ist momentan wieder die E3, ich weiß gar nicht, wo die dieses Jahr ist. Auf jeden Fall wird bei der E3 immer, oder werden bei der E3 immer ganz viele neue Spiele vorgestellt oder neue Updates oder sonst irgendwas. Und wie viele von euch bestimmt auch mitbekommen haben, geht es momentan auf der Minecraft Pocket Edition ordentlich rund, was neue Sachen angeht. Auf der Pocket Edition ist es jetzt möglich, Crossplay zu spielen, das heißt Windows 10, iOS und Android können ab sofort zusammenspielen mit den Minecraft Realms Servern. Die sind auch dazu gekommen. Wer Minecraft Realms nicht kennt, die gibt es auf dem PC. Das sind kostenpflichtige Server, die kann man kaufen. Dann hast du deinen eigenen Server, kannst deine Freunde einladen und nur die, die du einlädst, können auch auf diesen Server beitreten. Und dieser Server ist dann auch immer online. Das heißt, du musst nicht online sein, damit deine Freunde rein können oder beitreten können. Und du musst dich halt um nichts auf dem Server kümmern. Die ganzen Plugins oder so, dazu musst du einfach nichts machen. Du kaufst diesen Server und der ist dann auch einsatzfähig, so wie er ist. Und das ist natürlich sehr praktisch. Es kostet halt jährlich irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie teuer es ist. Auf jeden Fall war das nicht das Spannendste an dieser Sache, worum es heute geht. Ich werde jetzt mal einen kleinen Clip einblenden. Da sind zwei, ich weiß gar nicht was, die sind, die moderieren das Ganze immer, was Minecraft Konsole Edition und so angeht. Sie haben halt die ganze Zeit permanent über Crossplay von der Pocket Edition und sonst irgendwas geredet und über Add-ons, also Mods. Add-ons sind gleich Mods. Das schon mal vorab. Und auf jeden Fall labern die so die ganze Zeit darüber und reden dann kurz dann ein bisschen am Thema vorbei und sagen, dass sie 2017, also dass sie momentan daran arbeiten, diese ganzen Mods und Realms Server für die Konsole rauszubringen und das Ganze nehmen sie 2017 in Angriff. Ich werde den Clip hier einfach mal kurz einblenden. We're also working hard to bring add-ons and realms to Xbox and consoles next year. Until then, download the friendly update with Realms and Xbox Live. Ja, ich zitiere einfach mal, die sagt, dass sie momentan hart daran arbeiten, Realms und Add-ons 2000 oder nächstes Jahr rauszubringen. Und was ist natürlich auch eine sehr praktische Sache, wenn man überlegt, Realms kam raus auf die Pocket Edition und dadurch wurde dann auch dieses Crossplay möglich. Wenn Realms dann wirklich auch für die Konsolen Edition rauskommt, für Xbox und PlayStation, ist Crossplay dann auch möglich, Freunde. Das ist das Geile. Also wurden hier gerade drei Sachen einfach mal so einfach mit einem Handschlag bestätigt, nämlich Mods, also Add-ons sind Mods. Viele sagen jetzt, Add-ons müssen noch keine Mods sein, Gaming. Jetzt doch, das sind Mods. Ich habe mir den Beitrag mal ein bisschen weiter angeguckt und dann haben die diese Add-ons vorgestellt und da war so ein Add-on, dass Zombies mit so Schießpistolen auf die schießen, mit so Waffen halt auf die schießen. Was für mich ist das ein Mod und sie haben auch selber gesagt, dass es modifizierte Zombies sind und das sind halt Add-ons, die man aus dem Store runterladen kann. Das heißt, man kann keine Mods vom PC irgendwie jetzt auf die PlayStation laden, sondern diese Mods werden dann im PlayStation Store, denke ich mal, zu kaufen geben oder irgendwie sowas, schätze ich mal. Add-ons sind also Mods, Freunde, also Mods wurde bestätigt, Realms wurde bestätigt für nächstes Jahr. In Klammern würde ich das Ganze jetzt einfach mal setzen, Crossplay wurde bestätigt. Ich weiß nicht, ob dann wirklich Xbox mit PlayStation spielen kann oder PlayStation 3 mit PlayStation 4, würde ja auch schon reichen, so gesehen. Aber ich schätze mal, dass erstmal die Konsolen dann für sich Crossplay haben und die Pocket Edition für sich Crossplay und irgendwann das alle mal irgendwie zusammenspielen können, weil PC wurde komplett außen vor gelassen, weil wir natürlich nicht auf dem Stand sind vom PC, also dass jetzt 1.10 irgendwie gerade dabei rauszukommen oder sowas. Wir sind gerade mal bei 1.8 und ich schätze einfach mal, dass das Ganze wirklich noch was dauert. Also das waren jetzt sowas von heiße, gute Neuigkeiten für euch. Ich hoffe, ihr freut euch über diese Nachricht. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, falls euch das Video gefallen hat. Und es ist endlich mal eine gute Erleichterung, das zu wissen, dass Mods wirklich rauskommen werden und Server mit Realms dann auch logischerweise. Du kannst ja mit deinem Realms-Server machen, was du möchtest. Also kannst du alles möglich veranstalten, was du willst. Und das ist wirklich das Geile. Ich bin mal gespannt, was das Spielerlimit angeht. Ob es dann irgendwie eine ganze Spielerzahl gibt. Aber ich schätze mal auf jeden Fall mehr als 8. Das kann ich euch versichern, weil der Server wird ja nicht von dir gehostet. Der ist permanent online und wird von irgendeinem weiß nicht was gehostet, was natürlich sehr praktisch ist. Aber egal, genug geredet. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, eher gesagt. Und haut rein, Freunde.